Wie sieht es jetzt eigentlich aus? Wie man hier wirklich zu sehen bekommt, sind die Personen, die in diesen alten Dächerhäusern, ja, die Personen, die in diesen alten Häusern mit Dächern lebten, ja, die neuen Häuser sind Flachdächer. Der Militärpersonal, die das betreibt hier und sich unten verkrochen haben, über ein paar tausend davon und Zürich Flughafen. Die alten Häuser stellen die alten Space Force Tarnenergiesysteme, Landestationen, Laboren, Antennen der elektronischen Wellen, der Luftzirkulation, mit denen da unten stellen die alten Systeme auf die Erneuerung durch Kriegsverbrechen, Verstümmelungen und Organentnahme, substanzspezifische Produktionsopfer der NATO Space Force Militär. Stellen die alten Häuser hier zu sehen, eine ausgemordete Menschheit, ja? Und die neuen Flachdächer stellen danach die Holocaust-Kinder da mit den neuen Space Force Tarn Energiesystemen oben, die den Sonnen, den Mond, den Mondschein, Sonnenschein, den Tageslicht, Nacht mit der Zeit und Zirkulationen betreiben. Stellen die alten Häuser, wie wir alle begriffen haben, besser als in der Schulung zu lernen, was man nie sagt, mit denen da oben und da unten, das Space Force und Atommilitär, die neuen Häuser zur Verfügung, die absolut nur aus Flachdächern durch die neuen Energietarn-Techniksysteme des Space Force Militär und der NATO unterirdische Energieproduktionssysteme darstellen. Ja? Das sind alles Arbeitstätige in solchen Sachen, die hier angeblich nichts wissen. Die sind auch verklagt. Genau diese Personen, diese dreckigen Artas, die sind, das ist ein Personal eines Abschaum, eines Soziopathen, eines Psychopathen, das für den Profitzweck und den eigenen Arschlochschutz alles tut. Das ist die Schande der Menschheit. Wie Sie eben kapiert haben, sind alle diese Dachhäuser, ja, in 5 Jahren wird man das nicht einmal mehr erkennen können oder sehen können. Ja. Das sind alles alte Dachhäuser mit Stromnetzwerken, mit Tankstellen. Diese Autos wird man auch nie wieder sehen. So wie auch die Geldnoten, Münzen, wird man auch nie wieder zu sehen. Wenn man hier den Business- und Profitzweck mit den Leichen, Organsubstanzen, den alten Energieproduktionssystemen weltweit unterirdischen, so wie mit dem Space Force Tarn Energietechniksystem, der hat noch etwas Elektronisches dafür im Auto mit vielen anderen zusammen, dass das Ganze besser auflädt, implantiert, technische Implantation von Technologie, Körper, Gehirn, Organen und Entnahme. Ja? Sehr wichtig für den Deutschen, wie Sie alle wissen. Die Fabrikationsfirmen und Produktionsländer haben nichts mehr nach Holocaust zu bieten, dermaßen. Und deshalb stellt es für denen sehr wichtig dar. Ja? Kann man nicht verzichten. Mit den Österreichern, Franzosen und so weiter. Wie Sie kapiert haben, werden wir auch diese Tankstelle, die keinen wirklichen Firmainhaber oder sonstiges besitzt, aber Personen, die da unten den Zähler rechnen und die Gelder innerhalb 10 Minuten mit 20 Autos oder auch 50 Autos in 10 Minuten einen Arbeitstätigen von einem Monat mit diesen Geldern der Leichen und Organen und Organsubstanzen und der Energieproduktionssysteme im unterirdischen Bereich auszahlen. Ja? Da lohnt sich der Hammer, der Folter, der Rückenschmerzen, die Giftinfusionen, die Entnahme durch diese Implantate, die man nicht kannte, und auch die Tötung schlussendlich, ja, mit Giftgasen. Jetzt kennen Sie unser Space Force Militär da oben, Tarnenergiesysteme mit Landestationen, mit Täuschungen, mit Überdeckungen des Planeten, mit Tag und Nacht des ähnenden Zeituhrs, mit Winter und Sommer der Chemikalien im unterirdischen Bereich und die Energieproduktionssysteme, die alten Häuser mit Dach, mit Dächer, dieser Art von Ziegeln, die neuen Häuser mit Flachdächer, der neuen Systeme und Energieproduktionen, wobei die Energieproduktion in jedem Haus auch ohne Stromnetzwerke oder sonst was vorhanden ist. Man braucht nicht unbedingt zur Kirche oder Moschee zu gehen. Die alten Systeme sind in jedem Haus integriert, als Stromnetzwerk oder sonstiges. Aber der Business and Profit, wie hier kapiert ist, sollte künftig da oben eine Space Force Tarn Energiesystemen
als Produktionsfirmen, Fabrikationsländer oder spezifische Produktionsopfer auch künftig stimmen. Jetzt kennen Sie den Beweis, jetzt wissen Sie, wie die Personen hier, das dritte krankhafte des ganzen Schild, die Personen da, ja. Die Personen sind sich gewohnt, Giftinfusionen zu verpassen, sind sich gewohnt, in Stand-by die Menschheit, die Organsubstanzen zu nehmen, zu verstümmeln und zu töten, wie ein endendes Vieh, Parasit, das bis dahin das Gut verleugnete und ein paar Milliarden Menschen durch den Holocaust-Ermordung, denen zu wenig war. Verstehen Sie das? Warum war es denen zu wenig? Weil das denen ihr Normalitätsbetrieb ist. Die verdienen Geld, Business und Profit. Hey, man lebt wie ein König. Als ich das hörte, musste ich sofort eine Giftinfusion einem verpassen. Da ging es um meinen Swimmingpool da unten und ich lebte so schön daran. Mit denen in Zürich, Genf, Den Haag, in Kosovo, in diesen Ländern, mit Verstimmung, mit allem. Da müssen Sie nicht so denken. Ja, Sie können diese Implantate mit abgetrennten Körper, Gehirnorganen und diesen Sachen so betreiben mit diesen Parasiten, dass sich Menschheit nennt da draußen und sich so bereichern und so gut leben. Das interessiert Ihnen dann gar nicht. Das ist Normalitätsbetrieb. Verstehen Sie den Witz? Und da haben die sich, diese Personen sich auch noch zusätzlich verraten, wo die leben, wie die leben. Die leben in erster Linie. Ja? Als Täuschung leben die in der unterirdischen Energieproduktionsapartments, Laboren, Umleitungen, alles was da unten ist. Die leben da unten und täuschen die Menschen als Business-Profiteure oder sonstiges davon, ja. Solange noch Opfer vorhanden sind, sobald kein Opfer hier hat, dann sind die alle unten und dann leben die sehr schön da unten, ja. Ich meine, geht mal in anderen Kantone oder anderen Gemeinden eben an, die sind live zugeschaltet und tun auch so, als wissen die nicht, sie lachen gerade so schön. Ja, so geil, mit unserem Militärpersonal und dem Hundekistenfahrzeug. Wie schon erwähnt, die leben da unten und haben den absoluten Schutz, ja. Das ist kein Schutzbunker oder Keller, das 100 Meter groß ist. Das ist eine ganzheitliche Weltstadt, ja, da unten. Das heißt, Umleitungen, Energieproduktionssysteme, Militärpersonal mit Identifikationen, Geheimhaltung, 3D-technologisch echt aussehende Masken und Drucker, die man da draußen benutzte und immer noch benutzt. Und da oben versteckt man sich auch ein paar Millionen Space Force Militärarbeiter. Auch die wollten bis dahin nicht gewusst werden. Aber jetzt, nachdem der Benzin, der Strom und tausend Sachen ausgedient haben und jetzt natürlich auch Flugzeuge, elektronisch, magnetisch, GPS-gesteuerte Flugzeuge, mit denen da oben und da unten zusammen kooperieren können, und auch der Hammer und der Folter der damaligen Personen und die Produktionsarbeit, Bauarbeit unten und oben jetzt zu Ende ist, kann man sich das reinschieben, ja. Das ist eine Geheimhaltung eines Parasiten, das die Menschheit verarscht hat. Mit einem Universum, einem runden Planeten, mit einem Kern, mit einem riesen unendlichen Universum, dass Gott hier irgendwo im Unendlichkeit wäre. Schon nur der Begriff Gott muss man ja verstehen können, ja. Wie man die Menschen verarscht mit dem Begriff Gott, ja. Ich sage, ich bin Gott. Morgen ist das eine Auslachsnummer. Gestern hat man die Kinder gezwungen, in die Kirche oder in solche Häuser mit dieser Implantate zu leben und daran zu glauben und nicht zu wissen. Wie die Space Force Tarn-Energiesysteme oben funktionieren, Laboren, Landestationen, wie das da unten funktioniert, auf den Beweisen zu entnehmen, der Aussage mit Beweisabgabe, mit allem ist Anklage gegen euch. Gegen das Parasit, das niemand will.